Das Europäische Parlament hat endgültig für die Abschaffung des Verbrennungsmotors gestimmt. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Neuwagen verkauft werden. Wir sind ja hier im Autoland der Welt. 600.000 Arbeitsplätze befürchten manche, gehen mit dieser Entscheidung verloren. Frau Schröder, die richtige Entscheidung der EU? Na, es ist ja vollkommen klar, dass wir damit unsere Schlüsselindustrie zerstören. Zeigen Sie mir ein Land sonst wo auf der Welt, was sehenden Auges sich selber seinen Wettbewerbsvorteil, seinen volkswirtschaftlichen abschneidet. Das ist Wahnsinn. Also auch hier müssen wir ja konstatieren, dass ausschließlich ideologische Gründe für eine solche Entscheidung zum Tragen kommen. Und ich meine, wir haben ja mehrere Faktoren, die da reinspielen. Also es gab ja mal dieses Interview mit Frau Herrmann, die gesagt hat, naja, also die Umstellung auf E-Mobilität ist letztlich eine Entindividualmobilisierungsbewegung. Und genauso ist es ja auch. Also ab 2032 werden alle Stromkunden in diesem Jahr dazu verpflichtet sein, einen Smart Meter in ihrem Haushalt zu führen. Das heißt, ab dann kann der Strom rationiert werden, auch abgeschaltet werden bei Bedarf. Und ich meine, das ist natürlich, wenn wir dann die Mobilität auf E-Mobilität umgestellt haben, völlig klar, was daraus resultiert. Also wenn ich rationieren kann, kann ich auch abschalten. So, und wir sehen einfach, dass wir da eine Entwicklung haben, die maßgeblich der Entmobilisierung der Gesellschaft Rechnung trägt. Und das kann man jetzt gut finden, aber ich meine in... Nein, das kann man nicht gut finden. Es gibt sicherlich viele Leute, die ideologisch, also viele wohnen ja auch hier im Umfeld, dann sagen, das ist doch alles toll, wenn wir jetzt uns mit Lastenrädern bewegen können. Und ich meine, wir sehen es ja, vom World Economic Forum kam ja die Idee der 15-Minuten-Städte, die auch in Großbritannien in der Region Oxfordshire als Pilotprojekt gestartet werden. Und dahin soll die Reise schon ganz klar gehen. Dass wir uns daran gewöhnen, dass individuelle Mobilität etwas von gestern ist. Man findet es gut in Innenstädten, in denen Eliten wohnen, die es sich leisten können, extrem hohe Mieten zu bezahlen. Dort findet man es gut. Man muss nur, Berlin ist ein Beispiel, gucken Sie auf die Karte der Wahlkreise in Deutschland und Sie sehen, wo Menschen das gut finden, dort, wo sie es sich leisten können, zu höchsten Mietpreisen im absoluten Herzen der Stadt zu wohnen, in sehr, sehr, sehr vielen Fällen, nicht weil sie hart gearbeitet haben in ihrem Leben, sondern weil sie zu der reichsten Erbengeneration gehören, die dieses Land jemals gesehen hat. Grüne Erben hassen Autos. Sonst hasst niemand Autos in diesem Land. Und wenn ich mal an die Kollegen von Herrn Taggarts denke, die nicht mehr dort wohnen können, wo sie schützen sollen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, ziehen raus, ziehen weiter raus, wird auch teuer, Haus bauen wird auch teuer, Rohstoffpreise gehen auch hoch. Die Leute, die unsere Gesellschaft tragen, können es sich nicht mehr leisten, in unserer Mitte zu wohnen. Aber trotzdem sagen sie, ich setze mich morgens ins Auto und beschütze diese Gesellschaft. Ich fahre dahin. Und dann sagen wir, kein Auto mehr, das war's für dich. Und wenn du den Jungen zum Fußball fahren willst, Pech gehabt. Ja. Das ist das, was gerade passiert. Also mich würde ja viel mehr interessieren, welcher Plan, welcher konkrete Plan steckt denn dahinter? Ja, aber das ist doch genau das. Also welches Konzept, wie will ich das umsetzen? Also jetzt gutes Beispiel, meine Kolleginnen und Kollegen, die pendeln teilweise hin und zum Dienst jeweils 2 Stunden. Ja. Dadurch, dass sie Wechselschichten machen, ist auch nicht immer eine Bahnverbindung gerade da. Und die Bahn fährt ja auch häufig nicht oder so unpünktlich. Die sind angewiesen auf ihren Pkw. Wenn der Plan, der hinter diesem Vorhaben steckt, vorsieht, dass nach wie vor auch Vielfahrer, wie ich zum Beispiel auch einer bin, mit 50.000 Kilometern ungefähr im Jahr, eine Reichweite habe von gut 1.000 Kilometern, die Batterie so schnell aufgeladen habe, wie es dauert, dass ich Diesel reinfülle in mein Auto, dann habe ich damit kein Problem. Aber das sind eben genau diese offenen Fragen. Wo soll der ganze Strom herkommen, wenn ganz Berlin abends um 19 Uhr seine E-Autos auflädt? Ich glaube, da ist unser Netz derzeit vermutlich noch nicht so drauf ausgelegt. Vor allen Dingen, wir sind ja in einer Energiewende schon befindlich, die darauf abzielt, dass wir gar keinen grundlastfähigen Strom
jetzt für die derzeitig benötigten Quantitäten produzieren können und schon gar nicht mit dann wachsenden Kapazitätserfordernissen wie durch die Umstellung auf E-Mobilität. Also es ist auch da so ein bisschen vergleichbar wie bei dem Migrationsthema, wo man sagt, das, was wir an politischem Kurs eingeschlagen haben, kann mit der Zielsetzung, die verfolgt wird, überhaupt nicht zur Zufriedenheit der Bürger, zu vernünftigen Lebensumständen für alle führen. Also der Tegert hat die richtige Frage gestellt. Wo soll der Strom denn herkommen? Und die Antwort der Politik, und das ist keine Verschwörungstheorie für alle, die uns zuschauen. Die Antwort der Politik ist nicht, der kommt daher oder daher oder daher. Die Antwort der Politik lautet, du baust dir ein Gerät ein, das uns erlaubt, dir den Strom abzustellen. Ja, die Antwort ist nicht, da kommt der Strom her, sondern die Antwort ist, es gibt leider keinen Strom. Ja. Das ist die Antwort der Politik. Das ist eine Mangelwirtschaft, auf die wir zusteuern, ganz, ganz klar. Schauen wir uns mal die Zahlen dazu an. Wir haben uns angeschaut, wie viele Autos gibt es in Deutschland, und es sind in etwa 49,5 Millionen Autos. Und die sind wie folgt aufgeteilt. 98% aller Autos sind Benziner oder Diesel. Und nur 2% sind Elektroautos, und da haben wir sogar die Hybridautos mit eingerechnet. Wer soll sich das leisten können? 98% brauchen perspektivisch neue Autos. Das ist doch irre. Und ich glaube, es geht, glaube ich, um Neuzulassung. Ne? Ja, Neuzulassung. Wir werden da wahrscheinlich irgendwann kubanische Verhältnisse hier haben. Ja, genau. Dass wir da dann ganz tolle, ganz schicke Oldtimer fahren. Ja. Und vor allen Dingen, was ich mich frage, wir haben aktuell in Deutschland etwa 76.500 Ladestationen. Wir bräuchten 2.000 Ladestationen in der Woche, damit das sozusagen geschaffen wird, dass wir ein Ladenetz aufbauen, das die Nutzung sozusagen von E-Autos flächendeckend zulässt. Wobei, wenn wir den Strom nicht haben, dann hilft uns die Anzahl der Ladestationen ja auch nicht. Aber sie weiter. Gibt einem schon ein gutes Gefühl. Es ist schon ein besseres Gefühl, wenigstens eine leere Ladestation zu haben, als gar keine Ladestation. Man spürt den Mangel dadurch nicht ganz so intensiv. Nein, aber was Sie eben sagten, wie können sich die Leute das leisten? Mhm. Ich glaube, es war heute noch eine Umfrage, die publiziert wurde, die belegt, dass auch ein Großteil der Bevölkerung die Umstellung auf E-Mobilität schlicht ablehnt, weil natürlich der Verbrennungsmotor eine Motorisierung für freiheitliche Entscheidung ist. Ne? Also weil ich mir da natürlich meinen Treibstoff auch zur Not in der Garage irgendwo lagern kann. Also er macht mich unabhängig. Und diese Unabhängigkeit ist ja genau das, worauf die Politik es offenkundig abgesehen hat. Man muss sich ja auch ernsthaft mal die Frage der Nachhaltigkeit stellen, auch bei E-Mobilität. Richtig. Ne? Also wenn ich einen Diesel fahre, dann fahre ich das Auto, was ich im schlimmsten Fall 15 Jahre, 16 Jahre lang mit 500.000 Kilometern, das macht dem Auto gar nichts. Das ist aus meiner Sicht sehr nachhaltig. Also besser als wenn ich mir alle 2 Jahre ein neues E-Auto kaufen muss, weil der Akku so runter ist und nicht mehr zu gebrauchen und ein Wechsel 15.000 Euro kostet. Also das muss man sich ja einfach mal vor Augen führen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mit der Entscheidung, die Europäische Union da getroffen hat, sicherlich auch gleichzeitig nochmal so eine Machbarkeitsstudie ausgelöst wird und sehr, sehr viele gut bezahlte staatliche Berater da noch am Werk sein werden, um unterm Strich nachher vielleicht in 2 oder 3 Jahren festzustellen, das, was wir hier auch gerade in der Runde diskutieren, dass das für den Komplettausstieg einfach noch zu früh ist, weil der Background fehlt völlig. Also wo soll der Strom herkommen, wo sollen die ganzen Ladesäulen hinkommen, wie stabil ist denn unser Netz? Ich meine, wir schaffen es nicht mal, Windenergie aus Schleswig-Holstein nach Bayern zu bringen im Moment. Da brauchen wir nicht darüber nachdenken, den Verbrauch noch so weit hochzuschrauben. Das, glaube ich, machen unsere Netze momentan nicht mit. Deshalb, ganz ehrlich, ich sehe das ehrlich gesagt auch ein bisschen tiefenentspannt und glaube nicht, dass das ernsthaft zur Umsetzung kommt. Die interessante Botschaft, die ja auch aus dem EU-Parlament in Brüssel ausgeht, wo wir hier einen Gewerkschafter am Tisch haben, ist doch, wer spricht eigentlich noch für den deutschen Industriearbeiter? Die SPD ist es nämlich nicht. Die hat für die Abschaffung des Verbrennermotors gestimmt. Für nichts auf der Welt ist dieses Land berühmter als für den Verbrenner. Nichts kann dieses Land besser als den Verbrenner. Auf nichts sind wir auch als Gesellschaft stolzer als auf unsere Automobilindustrie. In ganz Deutschland gehen jeden Tag hunderttausende Menschen stolz in Fabrikhallen und sagen, ich schaffe beim Daimler, weil wir vorhin über Integration gesprochen haben, ist vermutlich einer der ersten Sätze, den Gastarbeiter in Deutschland gelernt haben. Einer der stolzesten Sätze, den sie gelernt haben. Warum?
weil niemand auf der Welt Verbrennungsmotoren so gut herstellt wie dieses Land. Und wer spricht für diese Leute? Im EU-Parlament sehe ich die Arbeiterpartei, SPD, die VW kontrollieren, stimmen auf einmal dagegen, dass Deutschland noch das tut, was Deutschland am besten kann, Verbrennungsmotoren herstellen. Das ist für mich die politische Botschaft, die von da ausgeht. Die auch in ihrer Umweltbilanz, das muss man ergänzend noch dazu sagen, ja gar nicht den Elektroautos unterlegen sind, wenn man die ganze Lebensspanne eines solchen Fahrzeugs betrachtet. Und wenn man sich den Strommix anschaut, mit dem das Auto sozusagen geladen wird. Fährt eigentlich hier einer in der Runde ein E-Auto? Aus Prinzip schon nicht. Würde ich auch nicht. Ich gar nicht, aus Prinzip nicht, aber ein Verbrenner ist einfach geiler. Ja? Man tankt einmal voll und knallt mit 230 km/h, ich sag's jetzt auch mal so, bis München durch. Und wenn man abends fährt, ist man von Berlin in 3 Stunden in München. Breite Autobahn, kein Tempolimit, man muss nicht anhalten, außer man will sich einen Schokoriegel kaufen. So, das ist einfach was anderes. Es lässt jetzt ein bisschen die Baustellen außer Acht, die uns das Fahren auf allen Autobahnen in diesem Land erschweren. Also, ich liebe den Verbrenner, ich sag's einfach so. Ich habe kein Auto, ich habe ein E-Moped, mit dem komme ich nur 60 Kilometer weit und es ist ein asiatisches... Also, ich habe schon zweimal deine E-Moped-Batterie hier hochgetragen. Ja. Also, das erspart einem jegliches Fitnessprogramm, erstens. Ja. Und zweitens kann mir niemand auf der Welt erzählen, dass diese chinesische E-Moped-Batterie in irgendeiner Weise nachhaltig ist. Ich sehe förmlich die kleinen weggeknibbelten Hände, die seltenen Erden irgendwo ausgegraben haben, um deine Batterie zu füllen. Niemand kann mir erzählen, dass das ein nachhaltiges Modell ist. Und niemand kann mir erzählen, dass das Benzin, was wir jetzt nicht mehr in Europa verbrennen, nicht irgendwo sonst auf der Welt verbrannt wird. Genau. Und das ist der Punkt. Mein Moped ist asiatischer Bauart. Die Chinesen möchten, was ich heute gelesen habe, bis zu 80 neue E-Modelle, die deutlich günstiger sind als Modelle hier, auf den Markt bringen. Und wir kennen alle den größten Hersteller Tesla. Ich glaube, mit dieser Entscheidung, die wird wirklich Deutschland wirtschaftlich schaden. Das war Stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank nochmal an meine Gäste. Vielen Dank fürs Kommen. Und Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns bitte Ihre Kommentare unter dieses Video. Teilen Sie die Sendung mit Ihren Freunden. Abonnieren Sie den Kanal und vergessen Sie auf keinen Fall, Sie stimmen, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.